Hier dreht es sich jetzt um eine Form der Anwendung der Potenzrechnung, und zwar insbesondere die Geschichte mit den Potenzen an der 10, das heißt an der Darstellung für große Zahlen. Zum Beispiel kann man 1 Million, diese mühsam, diese ganzen Nullen immer zuschreiben, als 10 hoch 6 schreiben. Das heißt, man braucht eigentlich nur die Anzahl der Nullen zählen und das ist dann der Exponent. Man kann auch genauso gut 340.000 als Potenz schreiben, entweder als 34 mal 10 hoch 4 oder, wenn man möchte, als 3,4 mal 10 hoch 5. Das heißt also, je nachdem, wie man das Komma verschreibt, ergibt sich eine andere Potenz. Immer das Verschieben um eine Stelle ist natürlich dann die eine Potenz mehr. Man kann auch kleine Zahlen damit leichter ausdrücken. Wenn man so etwas zum Beispiel hat, dann hat man ja jetzt mit der 0 vor dem Komma, weil da steht ja auch nichts, und die 1 irgendwie so haben möchte, 1 mal 10. Und jetzt zählt man, um wie viele Stellen man braucht, bis die 1 hinter dem Komma da steht. Und das sind auch wieder 6 Stellen, also ist das auch wieder eine 6. Aber in dem Fall, weil wir ja nach links gehen, eine minus 6. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die null 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 3,4 nehme, um so ein bisschen das 3,4 natürlich das Analogon zu oben zu haben, komme ich, wenn ich jetzt zum Beispiel auf 3,4 gehen möchte, dann brauche ich die 3, 1, 2, 3, 4, 5 Stellen nach vorne verschieben. Also müssen wir letztendlich eine 10 hoch 5 dazu packen. Aber da wir nach links gehen, ist es eine 10 hoch minus 5. So, das ist erstmal für die Stellenverschiebung. Dann soll man ja hier in Maßeinheiten umrechnen. Da haben wir Mikro, Milli, Kilo und was weiß ich. Das war in der Tabelle auf dem Arbeitsblatt schon abgedruckt. Wobei man natürlich darauf achten muss, dass es bei Längeneinheiten noch relativ einfach ist, wenn man von Millimetern in Zentimeter, in Dezimeter, Meter und Kilometer umrechnet, hat man kein großes Problem. Da wird einfach hier in die Richtung, wird der Maßstab ja größer. Das heißt also, 1 Millimeter sind 0,1 Zentimeter. Das heißt, hier teilen wir durch 10. 1 Zentimeter sind 0,1 Dezimeter. In diese Richtung wird also durch 10 geteilt für jeden Schritt. Vom Meter auf Kilometer, das sieht man auch in der Tabelle, müssen wir durch 10 hoch 3 rechnen, also durch 1000. Wenn man in diese Richtung gehen möchte, ist es natürlich genau das Umgekehrte. Haben wir mit Mal zu tun. So, jetzt habe ich geschrieben, Hinweis, steht die Einheit in einer Potenz, da muss man auch beim Umrechnen diese Potenz berücksichtigen. Das heißt, haben wir jetzt Quadratmillimeter und möchten auf Quadratzentimeter umrechnen, dann müssen wir nicht durch 10 teilen, sondern durch 10 Quadrat, also durch 100. Und natürlich geht das dann hier so weiter. Auch hier dann durch 100 und dann hier nicht durch 100, sondern durch 1000, sondern letztendlich 1000 ins Quadrat. Das hier waren 10 hoch 3, also sind das 10 hoch 6 in diese Richtung. Also werden die Zahlen dann schlagartig
entsprechend größer. Wenn man natürlich nach in die kleinere Richtung rechnen möchte, muss man wieder multiplizieren. Wenn man jetzt aber hoch 3 in der Einheit hat, also für einen Rauminhalt, dann gibt es hier natürlich Meter hoch 3, nicht Dezimeter, haben wir ja schon. Und Kilometer hoch 3. Dann muss man nochmal aufpassen. Dann müssen wir dies hier natürlich die 10 hoch 3 nehmen. Das heißt, rechnen wir in diese Richtung, geht es sogar durch 1000. Machen wir größere Sprünge, müssen wir es entsprechend oft machen. Und hier haben wir dann wieder 10 hoch 3 hoch 3 gibt dann 10 hoch 9. Das heißt, in Potenzen ist es eigentlich auch viel leichter, sich das zu erklären. Für die umgekehrte Richtung benutzen wir natürlich wieder das Malzeichen. Ein kleiner Hinweis noch. Kubikdezimeter, also ein Dezimeter hoch 3 ist gleich auch ein Liter. Und vielleicht auch noch so für den Interessierten, ein Zentimeter hoch 3 ist ein Milliliter, weil wir nämlich da eine Einheit runtergehen. So viel vorweg zu dem Umrechnen mit Einheiten. Jetzt sollte das Lösen der Aufgaben im Grunde direkt kein Problem mehr sein. Ich habe versucht, das schon so mit Potenzen aufzuschlüsseln. Wir haben hier Millimeter. Wenn man das in Meter umrechnen würde, würde man hoch 3 draus machen. Also wir hüpfen hier 1, 2, 3 mal in die Richtung und dann haben wir halt hoch minus 3. Und wenn wir wieder entsprechend zurückhüpfen, dann würden wir wieder 2 zurückhüpfen auf Zentimeter. Oder wir würden die 41 einfach durch 10 teilen und kommen dann auch auf unsere Zentimeter. Wenn man Kilogramm in Gramm umrechnet, dann muss man die Kilo in die kleinere Einheit mal 10 hoch 3 rechnen. Das heißt, wir haben 0,5 mal 10 hoch 3, das sind 500 Gramm. In Millisekunden, dann kann man, warum sind hier noch die Nullen dran? Kann man natürlich mal 10 hoch 3 mal minus 10 hoch 3, dann kann man das immer umschreiben, sich die ganzen Nullen dran schreiben. Man kann natürlich hier auch 9 mal 10 hoch und zählt jetzt die Nullen. Das sind dann 10 hoch 6. Also wie man das aufschreibt, das ist man am Schluss dann einem selber überlassen. Standardmäßig üblich ist es eine volle Zahl vorm Komma, eine Kommazahl und dann der Rest dahinter entsprechend die Einheit. Das heißt, dies hier wären 9 mal 10 hoch 6 Millisekunden. Wenn man in Nanometern ist, dann ist man ja bei 10 hoch minus 9 Meter. 10 hoch minus 9 Meter sind, wenn man es in Meter umrechnet, kann man zerlegen in 10 hoch minus 3, 10 hoch minus 6, dann sind wir auch bei Mikrometern. Dann kann man natürlich auch noch hier diese 10 entsprechend noch da rein dividieren und haben dann unsere 5,5 Mikrometer. Das ist jetzt nicht unbedingt der einfachste aller Wege, aber es ist zumindest mal einer. Sie dürfen das natürlich auch selbstverständlich auf direkten Weg ein wenig anders ausrechnen. Hauptsache, Sie kommen irgendwie von da nach da. Hier haben wir die Einheiten in der Potenz zum Quadrat. Hier unten sind sie dann hoch 3 und wir haben gerade gelernt, ein Milliliter ist ein Raummaß, das am besten in Liter umgerechnet wird und man dann auch in Dezimeter umrechnen kann. So, also hier haben wir, wie gesagt, schon erklärt oben, das mit den Metern, also aufpassen, dass man immer entsprechend die Einheiten verdoppelt. Das heißt, wenn man in Dezimetern gehen will, hat man 1500 Dezimeter zum Quadrat. Liegt auch natürlich daran, dass wenn man sich das aufmalt, das in beide Richtungen den großen dann zerschneidet, das wäre ja nur in eine Richtung
und in andere Richtung und dann sehen Sie schon, dass das gleich doppelt so viel wird, also viel wird verzehnfacht. So, analog dazu die anderen Aufgaben, das heißt 20 cm in Dezimeter Quadrat, dann kann ich einmal durch 10, dann bin ich bei 2 und noch ein zweites Mal durch 10, dann bin ich bei 0,2 Dezimeter Quadrat. 40.000 Millimeter Quadrat sollen in Dezimeter Quadrat gerechnet werden. Von Millimeter geht es zu Zentimeter, geht es zu Dezimeter. Einmal durch 100, nochmal durch 100 und schon sind wir da. 0,05 Dezimeter Quadrat soll umgerechnet werden in Zentimetern. Das heißt, wir müssen nur mit 2 mal 10 in die andere Richtung gehen. 0,05 mal 100 sind 5 Zentimeter Quadrat. Also Sie merken schon, auch so kann man das rechnen. Dieses hier, wie es da steht, ist nicht unbedingt die einfachste Methode. So, bei hoch 3 immer dran denken, dass diese Umrechnereien immer hoch 3 genommen werden müssen. Das heißt, habe ich 4000 Kubikmillimeter, dann habe ich ja das verteilt auf 3 Richtungen. Und dann, wenn ich das erst hier oben schraffiere, dann muss ich ja hinten auch noch meine Würfel durchschneiden. Also das gibt einen ganzen Haufen mehr. Und deswegen immer die entsprechende Multiplikation in 3 Dimensionen. Also kommen wir nur auf 4 cm hoch 3. 3000 Kubikmeter in Dezimeter werden 3 Millionen Kubikdezimeter. 43.000 cm hoch 3 kann man auch wieder umrechnen in Millimeter. Und dann entsprechend vielleicht zum Beispiel als 4,3 mal 10 hoch 4 Millimeter ausrechnen. Und analog dazu Liter, Milliliter, zum Beispiel in Liter umrechnen. Die Liter kann man dann direkt in Dezilitern an, Dezimetern angeben, Kubikdezimetern. Und dann kann man auch direkt umrechnen. Das könnte man natürlich auch als 23 Kubikdezimeter angeben.